Hallo, ich bin die Evru Torkes, bin 29 Jahre alt, arbeite bei der Stadtverwaltung Ulm und ich bin die Jugendleiterin hier und auch die Projektpatin bei diesem Projekt, den wir bei der Baden-Württemberg-Stiftung mit dem Projekt Wir sind dabei eingereicht haben und es genehmigt worden ist. Und wir haben hier eingeladen verschiedene Jugendgruppen, ja, die Martin-Luther-Kirche zum Beispiel, die evangelische Jugendgruppe, dann die bosnische Jugendgruppe. Und wir sind dabei. Und ja, die Jugendlichen treffen sich hier. Wir hatten schon ein Kaffeetreffen hinter uns, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich das Projekt denen erzählt habe und wir die erste Mannschaft gebildet haben. Das wird zusammengemixt aus den drei verschiedenen Jugendgruppen. Also ich bin Bilal Demir, bin 22 Jahre alt, bin auch aktiv dabei beim Projekt Interreligiöser Frühstückswettbewerb. Komme ursprünglich aus Stuttgart, studiere hier. Also ich bin für die Finanzen verantwortlich. Also die ganzen Ausgaben und also die Fahrt und der Frühstück, das wird ja alles finanziert. Und da wird alles natürlich strengstens dokumentiert und je nachdem, so viel man ausgegeben hat, stehe ich da und gebe das Geld dann raus. Ja, die erste Mannschaft ist heute dran. Die müssen noch eine Präsentation nach einem selbst ausgesuchten Thema halten. Und alle anderen Projektteilnehmer werden dieses Frühstück, Buffet und Deko und Präsentation heute bewerten. Und es werden drei Wettkämpfe stattfinden, wo ich ganz am Schluss dann die Preise übergeben werde. Wie das eben zu uns kam und das Thema angefangen hat, haben wir uns dann überlegt, was könnte für uns ein Thema sein, was uns eigentlich alle berührt. Ja? Dabei sind wir relativ schnell auf das Thema unser Leben gekommen. Ja? Wie sieht mein Leben aus im christlichen Glauben oder wie sieht euer Leben aus im muslimischen Glauben? Unseres Projektes ist, das sind jetzt die Lebensstationen eines muslimischen und christlichen Menschen. Wir haben dabei eine Timeline erstellt, genau. Das soll jetzt Man sieht es nicht richtig, da oben ist muslimisch. Genau. Und da ist ein Kreuz, das ist christlich. Ja.